kommen am Montag um 21.20 Uhr. Gerade spielt Frankreich. Nee, Frankreich nicht. Portugal. Jedenfalls bin ich für Portugal und ich war für Belgien. Egal. Frankreich hat gewonnen. Ich bin hier am Tasche nähen und zwar Sanja fragte, ob ich noch so eine Tasche hätte mit Henkel. Ich habe jetzt allerdings die in dunkelbraunen Henkeln und nicht mit einer solchen Häkelbeute, sondern mit dieser. Die hier ist auch, glaube ich, ein bisschen größer. Und die bin ich gerade am Nähen. Hier sieht das aus. Moment. Herrscht ehrlich das Chaos. So sieht das aus, wenn ich hier nähe. Hier ist meine Maschine. Der Stoff. Hier sind Kisten. Unten auf dem Fußboden fusseln da Stoffe. Also total irre. Hier heißt das so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne, ne? Ja. Das ist jetzt auch, glaube ich, der Rest für so eine große Tasche von dem Frieda-Stoff. Ich habe jetzt andere Frieda-Stoffe oder noch für kleinere Taschen. Wo ist denn der? Da. Der Beige ohne Henkel. Der Beige. Der Beige ohne Henkel. Ja. Das ist immer eine ganz schöne wubbelige Arbeit hier. Ich mache das ja ohne Schnittmuster und alles Pi mal Daumen, auch die Henkel und so, ne? So, ich messe dann nicht irgendwie ab oder so, das ist alles Augenmaß. Das ist das typische Sanne-Design. Aber die kommen gut an und das freut mich. Ich möchte mir, also das geht es, habe ich ja schon mal gesagt, die möchte sie mit in den Urlaub nehmen und ich werde mir auch eine machen, aber mit einem anderen Frieda-Stoff. Den zeige ich euch gleich mal. Ich muss hier mal eben die Bommeln reinstopfen. Die müssen da dranbleiben, aber die dürfen nicht nach außen ragen. Und da brauche ich Klammern. Ich habe eine Klammerkiste. Was ein Gefühl immer hier. Dann wurde mir ein Video vorgeschlagen, irgendwas, was war das? Ich wollte Blumen häkeln und stricken und dann wurde mir ein Video vorgeschlagen und da hatte ich dann kommentiert, weil das ging für mich gar nicht so. Und dann habe ich gedacht, vielleicht, es ist jetzt vielleicht gemein oder so, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. So, vielleicht kann die gar nichts dafür, dass sie das so sagt. Dann habe ich den Kommentar wieder gelöscht. Ich lasse das lieber. Aber ich war so. Dann habe ich gedacht, nee, kannst du nicht machen. Ja, ich werde jetzt hier mal eben nochmal eine Kaffeepause machen. Und euch mal eben zeigen, welche Taschen fertig sind. Ich habe nämlich auch schon was fertig. Das sind die Reststoffe vom Frieda für kleine Taschen. Da werde ich so Kulturbündel zu machen. Dann habe ich hier einmal diese skandinavische mit Borte, drei Druckknöpfe. Auch wieder eine schöne Größe. Ganz schnuffelig. Die. Dann habe ich die, aber da habe ich zu Gilles schon gesagt, das gefiel mir hier nicht mit der Taschenlösung. Ich habe hier so eine Außentasche gemacht und das andere stört mich nicht. Mich stört hier dieses. Da müsste ich, glaube ich, nochmal zwei Camsnaps dran machen, dass es mir gefällt. Also das ist praktisch wie so eine Außenfachtasche. Oder das ist mir zu lapsch. Die hat auch so Bömmeln. Und innen ist es die blauen Häuser und blau und hier sind es die weißen Häuser. Ich liebe die Stoffe. Ich liebe sie. Und ich freue mich schon auf meine Tasche, die ich mir mache. Und zwar habe ich überlegt, ich will auch eine Gobelin. Das ist kein Gobelin, das ist halb Panama. Guckt euch mal bitte diesen Stoff an.
auch 3 Druckknöpfe. Und die ist auch mega groß, XXL. Innen ist komplett so schwarz, schwarzer Futterstoff. Sieht man natürlich jeden Fussel, aber egal. Sehr robust. Sie ist gefüttert, also ne, abgesteppt. Und ja, ich gucke dann mal wieder diesen Farbstoff. Das ist die gleiche Firma von dem da. Da möchte ich aber auch noch eine Tasche von machen. Ich liebe auch diese Farben. Wie gesagt, das schreit so nach Sommer. Und dann habe ich mir gekauft diesen Stoff. Es ist Frieda so in größer. Aber auch Gobelin. Richtig gewebt. Richtig stabil. Also den brauchst du nicht abfüttern. Richtig wertig gearbeitet. Nicht so ein Plön. Und ja, das ist die Frieda eben halt. Das ist die so, ne? Und das ist die so. I love it. Dafür möchte ich eine Tasche haben. Ja. So sieht's aus. Die beste Taschennäherin für mich ist der Gidde. Sie hatte ja zu Anfang mal die ganzen Taschen genäht, aber durch Gesundheit hier und da und blablablub hat sie es halt nicht gemacht, aber jetzt hat sie gesagt, steigt sie wieder mit ein. Sie hat schon Stoffe, die sie noch hatte, heute rausgesucht. Sie hatte heute noch Arzttermin. Aber sie näht auch wieder mit. Ich liebe Gittes Taschen. Also das so, was sie so näht, das ist nicht so meins. Ich bin immer so eher 0815. Das ist mir zu complicated. Aber Schnippi Gitti macht das schon. Schnippi, schnappi, schappo, klack. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich glaube, ich gerade Bommel fest. So, so geht man so vor sich hin hier, ne? Jetzt muss ich gleich mal gucken, wo mich Sonja angeschrieben hat. Auf welchen Ether. War das eine E-Mail? Nee, ich glaube, ins. Hier habe ich übrigens meine ganzen Garne und alles drin. Glitzergarne und Garne. Hier sind meine Spulen. Ich brauche jetzt gerade mal schwarz für die Naht. Das ist alles so drin, was man so braucht. Das sieht auch wild aus hier. Da sind mir die Trenndinger alle. Na, das ist gut, die habe ich dann so. Ich suchte mir die dann raus. Dieses Gewühle da. Jetzt kommt der wieder rein. Weil ein Kennsnap habe ich eben schon in die Tasche rangemacht. Mal eben Spule wechseln. So einen elektrischen Einfädler, aber ich bin schneller mit meinen Maulwurfaugen als mit diesem Elektro- oder automatischen Einfädler. Ich kann nerven auf. Geht ja jetzt nur noch um diese. Geht und ich sage immer Kaiserschnittnaht. Die einmal schließen. Wenn das jetzt für mich eine Tasche wäre oder so, für Gitter oder so, dann würde ich auch den hellen Faden lassen, aber. Ein bisschen ordentlich soll es ja sein, ne?
So, und mach mal auf, das ist dann meiner. Krass, wir machen mir gerade einen Glückskeks auf. So, das ist die Tasche. Hier werde ich jetzt ein Foto machen und das dann Sonja schicken. Ob sie zufrieden ist, wenn nicht, dann kommt sie in den Shop. Wir werden sehen. Eskalote um uns rum. Moin am Dienstag um 5. Oder ist es? Ich sehe das nicht. Es ist hier noch zu dunkel. 10 nach 5. Ich habe eine Benachrichtigung. Ich habe eine Spende. Also was weiß ich? Wir. Und zwar, ich denke mal, das ist von Konservierungsstoff. Ich möchte den Originalnamen nicht nennen, aber Konservierungsstoff weiß schon Bescheid. Wir sollen uns leckere Cappuccini und eine Fluppe gönnen. Da kam eine Spende für unseren Trip. Dankeschön. Wenn wir dann die Fluppen und die Cappuccini genießen, werden wir an euch denken. Ich habe mir jetzt Wasser aufgestellt. Kaffee. Ich brauche erstmal einen Kaffee und eine Fluppe. Bis gleich. Auf geht das Ding aus. Herrlich, ich habe gerade eben noch mit Konservierungsstoff geschrieben, dass Sven sagt, oh Mann, sagt er, bleib doch hier in Deutschland. Passiert immer was. Es stimmt, es passiert immer irgendwas. Wenn ich so an Kroatien denk, an Personalausweis, und da waren ja auch noch so andere Sachen, der Weg dahin, dann war da was Klapperndes oben auf dem Dach, da ist jeder aufs Dach gestiegen und hat sich da auf die, bei der Küche die Klappe gesetzt. Ich sag, Gene, du brichst gleich durch mit dem Plastik und alles sowas. Heide Witzka, das wird was. Und ich freue mich, weil ich habe jetzt ein Ticket für den ICE am Donnerstag um 6 Uhr, glaube ich, oder 5:45 von Hamburg nach Münster. Und in Münster um 8 holt mich Gitte dann ab. Das wird was. Da draußen nerven die Gärtner. Ja, ne? Ich sag nur, Italien Süd steht da. Ne? Marco Polo. Baden, tauchen, wandern an Traumküsten, Bauern und Hirtenküche genießen, in Pompeji die Erotik der Antike entdecken. Weil man sagt nur Pimmelkram, ne? So, Pompeji ist ja noch was anderes außer Puffs. Ja, hier ist auch noch eine Karte drin und so. Ja. Dann fange ich heute schon mal an zu packen. Gucken wir mal, was wir in unsere Tüte schmeißen. Ich nehme ja keinen Koffer, ich nehme ja eine Tüte. Und dann meine Adidas Sporttasche, die kleine. Und dann... Ja, ich bin so aufgeregt, ich freue mich so. Oh, die Taschen habe ich jetzt in den Shop gestellt. Diese... Monster, diese hat Panama. Okay, das darf ich nicht reinstellen. Aber diese dafür, die war ja der Sonja ein bisschen zu klein. Aber ich hatte ihr ja geschrieben, ich habe nur noch einen Rest von dem Stoff. Eine größere habe ich nicht rausgekriegt. Und hier mein Meisterstück. Mir alles am Schluss zu machen. Da muss ich noch die Zackenlitze anbringen. Hm. Also, die haust du noch auf. Kommt rein! Gleich gehen wir jassen. Und Sven hat mir noch Fließstoff. Wie viele Brillen? Ich bin ein bisschen zerstreut heute.
guck mal, meine Brillen. Viermal, viermal Dings. Dann muss ich mal was loswerden. Und zwar, wenn ihr Grab habt, ne? Lasst das auflösen. Weil man hat dann ja irgendwann, ne? Wenn da keiner mehr rein soll und so. Also auf jeden Fall zahlt man ja immer. Wie war das immer? Alle 15 Jahre? Alle 5. Alle 5 Jahre verlängern lassen. Und ist ja auch alles gut und schön. Ja, nach der Beerdigung ist es glaube ich 10 Jahre und dann alle 5. Ja, da ist aber keine Bepflanzung oder so bei, sondern nur dieses Rasenmähen drumherum. Und naja, jedenfalls haben wir jetzt uns, wir drei Schwestern und Sven, haben beschlossen, dass wir das auflösen. So, jetzt wird das dann aufgelöst und jetzt passt auf. Es sind drei Grabsteine da. Ein, ich sag mal, mittelgroßer, der wiegt 200 Kilo. Und zwei Kissen nennen die sich. Jetzt kostet die Entsorgung der Steine 600 Euro. 400 der große und je Kissen 100 Euro. Nee, die Kissen 100 Euro und das andere 450. Also. Ich falle echt vom Glauben ab. Wenn die nicht so schwer wären, dann hätte ich gesagt, okay, ab in die Bille. Aber dann habe ich zu Zinn gesagt, also du gesponnen, ne? Das ist nicht ernst. Ich sag, dann gehen die nachher irgendwie tauchen und finden da Grabsteine. Hm? Schulz, hm? Da gucken wir doch mal. Wir kriegen sie uns nachher wegen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Nein. Für Archäologen in 1000 Jahren ist das was Feines. Ja, für Archäologen in 1000 Jahren. So Pompeji-mäßig, wo wir bald wieder bei Pompeji sind. Wieso ist das so schmauchig? Das Video ist schmauchig. Aber heutzutage ist das schon in der Beerdigung des Preismetz. Hat sie gesagt? Nee, der Steinmetz. Hat der Steinmetz gesagt? Ja, Sven hat gesagt, ne? Ob jetzt der Steinmetz, der ist ja am Friedhof, ob der so Altsteine in... nicht. Wir wollen ja kein Geld dafür. Wir wollen die ja nur loswerden. Ja, und das ist jetzt schon mit drin. Ne? Na, aber guck mal, wie lange ist das her? Wenn die alle abgehauen sind. Die ins Ausland gereist sind oder ausgewandert sind, die haben sich einen Dreck geschert ums Grab. Ja. Und die, das Friedhof, was kosten sich, sitzen die. Naja, auf jeden Fall finde ich, aber ich finde es für die, ganz ehrlich, für die Steine entsorgen, 600 Euro finde ich eine Frechheit. Was ja, haben die denn für einen Stundenlohn? Nee, den da rauspuckeln. Aber 600 Euro? Was puckeln denn die Straßenbauer? Du musst den da rauspuckeln, du musst den aufs Auto puckeln, du musst den aus dem Auto wieder runterpuckeln, zur Bauschutt-Dings bringen. Ja. Der Rabe wartet schon auf der Laterne. Ja. Ich komme halt. Naja, auf jeden Fall ist, ich finde, aber 600 Euro finde ich trotzdem zu viel. Was ist denn das für ein Stundenlohn? Und dann noch die beiden Frauen, die den Briefverkehr bearbeiten. Ich finde das trotzdem, wir haben dafür immer bezahlt. Ja, der Steinmetz hat er gesagt. Friedhof Walschig nimmt dafür ganz schön. Ja, aber ist so. Vom Vieh, ja, da kommt der Spruch, der Tod ist auch nicht umsonst. Der kostet am meisten. Nach 50 Jahren noch. Ja. Er ist schon mal vorgeflogen. Gut, ich zieh mich mal an. Jetzt ist es nicht mehr, jetzt habe ich das geputzt. Luzern und ich können noch mal einen Tipp geben, falls jemand ein Grab hat, oder eins braucht irgendwie für Oma oder Opa, nimmt wie in Süddeutschland das meistens ist oder war, Holzkreuze mit einem hübschen Foto in so einem Rahmen. Da renne ich so ein Gepuckel da mit den Steinen. So.
Warte mal, guck mal. Odin! Such! 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 Fein, such! Ja, fein! Ja, feini! Oh, tschüss. Hallo, mein Freund. Geh runter. Na komm. Na komm. Na hopp. Na. Fliege erstmal los. Fallen dir schon alle aus dem Hals. Aus dem Schnabel. Und wenn die Schnecken, die schleppen sich auch nur noch über die Granulate hier. Die wollen das alle mal ein bisschen trockener haben. Warte, ich helfe dir mal. Schneller. Ja. Der andere auch. Sven gesagt, wie viel Brombach sie damals waren. Mit Wohnmobil. Was war das? Eine Calzone oder eine Pizza, ne? Ja. Habe ich gegessen und dann bin ich mit dem Stuhl so zusammengebrochen mit so einem. Ja. Hab sie lacht. Da haben die auch gedacht, die alte dicke Qualle bricht mit dem Stuhl zusammen und muss auch noch eine Pizza mampfen. Scheißegal. Da werde ich jetzt mal das Video zusammenschustern und mich dann in einem nächsten Video wieder melden. Gruß, Kuss und Schluss.